Scheiße. Ah! Da waren auf einmal zwei von den Typen. Chat rum. Hallo und herzlich willkommen zu 24 Minuten Minecraft. Heute mit Gästen. Ich begrüße den Mo und den Fuck. Moin. Hallo. So, und dann sage ich nochmal, Alexa, stell den Timer auf 24 Minuten. Alexa, stell den Timer auf 24 Minuten. 24 Minuten, ab jetzt. Ich stell mir gerade so vor, Alexa, warum sterben alle immer so schnell? Alexa? Alexa? Alle tot. Ja, sie hat ja, jetzt... Das war bei CJ mit seiner Mutter so. So, ich weiß gar nicht genau, was heute die Aufgabe ist. Oder gestern war ich total müde und fertig, ey. So, ich weiß, gestern dass ich noch gar nicht eingeschaltet, verdammt. Gestern war ich ein bisschen müde und fertig und so. Und jetzt habe ich mir echt viele Fackeln gebaut. Ich habe meine ganze Kohle verbaut für Fackeln, ey. Oh, Fleisch. So, ich wollte mir noch irgendwelche Sachen bauen. Ich brauche nämlich Spitzhacke und so Werkzeug neu. Ich habe eine Karte gebaut. Gestern. Jetzt habe ich eine Map. Schwein? Ja. Mich grüße dich. Ja, hi zu den Zuschauern. Hi, Dirty. Ich wollte gerade sagen. Ich achte so wenig auf den Chat, das ist echt schlimm. So, hi, Dirty. Willkommen im Chat. Kann man das als Vor- oder Nachteil sehen, dass du nicht auf den Chat achtest? Ja, ich muss immer auf den anderen Monitor gucken, der ist ein bisschen klein. Ach, guck mal, jetzt habe ich eine Map, die richtig toll ist. Ich habe gesehen oder gehört, ich könnte ja irgendwie diese Fahnen, die würden erkannt werden, wenn ich die setze oder so, ne? Fahnen? Flaggen-Dinger. Ja. Aber ich glaube, dafür muss ich die irgendwie umbenennen oder so benennen bei einem Amboss. Alles klar. Kannst du ja mal probieren, weil, weiß ich nicht, kostet umbenennen nicht was beim Amboss irgendwie so Erfahrung? Ja, ein bisschen, ein paar Erfahrungspunkte, glaube ich. War das so? Spange, ja. Wie baue ich denn den Amboss? Ja. Aus Eisen. Ja, das weiß ich auch. Du brauchst drei Eisenblöcke oben. Drei Blöcke sogar? Ja, du brauchst drei Blöcke und dann machst du quasi darunter so ein umgedrehtes T. Das heißt, die auf der mittleren Seite sind die äußeren zwei nicht da. Aber du brauchst oben drei Eisenblöcke. Zumindest war das in der letzten Minecraft-Version so, die ich gespielt habe vor 50.000 Jahren. Kann man ja umbenennen, unbedingt so. Ja, er ist immer noch so. Da, zack, ein Amboss bitte. Arschteuer das Teil. Hier, ich setze hier irgendwo hin. Wo passt es denn hin? Hier irgendwie nicht rein. Wo noch ein Raum? Ich glaube, die Werkstatt muss vergrößert werden. Der Raum bauen oder so. Ich meine, der Raum ist eh relativ klein, dieser Craft-Raum, den du da hast. Ich meine, okay, normalerweise bräuchtest du ja auch nicht so viel. Theoretisch. Ja. Praktisch. Ich weiß gar nicht, was mache ich? Mache ich eine neue Flagge? Eine neue Farbe? Ich glaube, ich nehme eine neue. Eine in Blau. Ich nehme erstmal Blau. Ist halt, ist eh ja mehr deine Farbe, von daher. Ja, genau. Und dann nehme ich einfach, mache ich so eine weiße Gobnik-Flagge? So eine Gobnik. So eine, hier Dingens, wie nenne ich sie hier? Die Adidas-Flagge? Oh. Ripolowski. Ja, doch, so eine. Flagge. Ripolowski. Genau. Ripolowski. So, wenn ich. Ich weiß gar nicht, welche Grundfarbe brauchen das? Ich glaube, weiß. Ich glaube, dass du auch. Ja, du hast weiß genommen, dann hast du erst einen roten Rahmen gemacht und dann eben. Genau. So war es. So war es aber auch. Ja, heute echt ganz gute Laune hier. Gleich habe ich noch genug zu tun, rendern und so ein Scheiß. Ja. So, dann ich. Bin halt irgendwie ziemlich K.O. irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vom Laufen gestern kam, aber. Vielleicht. Bin ich echt irgendwie. Da bin ich echt wirklich so fertig irgendwie. So, das habe ich genommen. Dann habe ich da noch einen Rahmen drum gemacht. Wo ist er denn? Aber so jetzt mit dem blau-weißen Streifen, einfach nur so die blau-weißen Streifen, erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an so Vicky und die starken Männer Scheißdreck-Gedöns da. Cool. Ich suche gerade diese Streifen. Ach, da sind sie. Da sind sie, genau. Ich könnte dann noch irgendwelche anderen Dinger drunter hängen. Also es ist jetzt einfach nur eine blaue Flagge. Ich meine, wenn du mal überlegst, vor Jahren, als wir damals Minecraft hatten, wer hätte sich das denn ausgedacht, dass man da so Flaggen so machen kann? Ja, ehrlich so. Hier, weil heute ist es halt selbstverständlich, dass man irgendwie so ein bisschen mehr Individualität
machen kann. Individually follow. Home, wenn ich das Ding jetzt ein Level kostet, Home nenne, okay, dann heißt die Flagge Home. Wo kann ich die hinsetzen? Ganz schön. Ich setze die einfach mal hier rein, so. Dann weiß ich, da ist mein Zuhause. Oder? Ich weiß, ob das auch funktioniert. Der, ich sehe nichts auf der Karte. Der Dirt-Fanatiker schreibt gerade Wiki mit V. Das finde ich auch Wiki sehr unterhaltsam. Wiki. Wiki, yo. Wiki. Und hat er? Nee, hat er nicht. Nee, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Ich könnte was versuchen. Ich hab's in dem Video gesehen, aber es kann auch ein Add-on gewesen sein. Ich weiß es nicht. Egal, jetzt habe ich eine Laufflange und eine. Ins Ziel. Und ein Level verschenkt. Geil. Das wertvolle Level hast du zum Fenster rausgeworfen, du Banause. Habt ihr schon gesehen? Ich hab einen Tower, also so einen Turm hier. Ja, ja, den, ich hab da die letzten Male eigentlich fleißig eingeschaltet. Nur gestern irgendwie, wie gesagt, kam ich nicht dazu wegen Bandprobe und. Ja. Das läuft ja alles nicht weg. Zeug. Ja, eben. Gott sei Dank. Sehr auf YouTube, da kann ich jederzeit wieder reinschauen. Die Karte, da habe ich jetzt auch nicht so richtig Lust, die zu benutzen. Muss ich auch gerade gar nicht. Also die brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ich mache jetzt nämlich eine Tour in den Keller wahrscheinlich. Scheiße, ich muss erst mal Holz holen. Nee. Eine Tour in den Keller, ja. Das ja, ist, kennst du meinen Fritzelkeller? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist Josef Fritzels Motto. Ja. Ich muss erstmal ein bisschen Holz noch haben und dann. Also, ich brauche ein paar Werkzeuge und dann kann ich in den Keller. Ich sollte mal Fenster reinbauen, irgendwie, ne? Das ist mir auch ein Fenster drin. Es ist so duster hier und ich weiß immer noch nicht, wo diese Blase ist mit diesen Zombies da drin. Ich höre halt die Zombies die ganze Zeit rumknurren. Blase. Ja, ich nenne das so die Blase. Ich weiß nicht, wo ich hier Holz herkriegen soll. Die ganzen Bäumchen hier sind mir zu doof. Oder? Ja, ne, hier. Ich hab Biblock im Hintergrund auf. Ich hab euch ein bisschen lauter gestellt. Know what I'm talking about? Toffertier? Ja, ich bin Toffertier. Also, er nennt mich immer das Toffertier. Ja. Wegen Chris Toffer. Genau, weil Toffer mein alter Spitzname ist auch und so. Und, ah, shit, ey! Huh! Jetzt wäre er fast hochgegangen hier. Ja, der Vicky. Das ist ein Mädchen von, was ich auch ewig nicht mehr gesehen habe. Glaube ich, dass es um sie ging. Ich kenne halt nur irgendwie diese nervige Titelmusik, weil es irgendwie so anscheinend so ein Techno-Remix wohl auch gibt. Hey, hey, Vicky, hey. Hey. Ich habe das mal mit einem Kollegen gemacht. Vicky. Ja. Du hast es mal mit einem Kollegen gemacht. Vicky, verstehst du? Ja, genau. Oh Gott. Nee. was mit Hey, hey, Vicky. Ich hatte mal einen Kollegen, der hieß Victor. In der Ausbildung hatte ich den. Grüße ihn raus. Und dann, ich weiß nicht. Ich war mal so fertig nach dem Dingens. Scheiße. Ah! Da waren auf einmal zwei von den Typen. Ich bin im Moment echt Magnet. Was ich sagen wollte. Ich war so fertig den einen Tag, weil wir waren da irgendwie ausbildungsmäßig hier in so einem Schweißgedöns irgendwie, irgendwas mit Schweißen. Und jetzt habe ich gerade echt an Schweiß, also nicht Schweißen, sondern Schwitzen, ne? Ja, genau. Oh Gott. Nee. Immer, what the fuck? Und mit was kommt er jetzt an? Nee, ich war so übel fertig. Sauna oder was? und dann bin ich so neben ihm hergehüpft, so weiß ich nicht, weil aufgedreht und sowas, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich auch die ganze Zeit neben ihm hergesungen, so hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Das fand er nicht so gut. Das war echt witzig. Ja. Ewigkeiten her. Was war das? 2010 oder so. Ich habe so viele krasse Erinnerungen von 2010. Früher. Jo, ey, ich kann mich an Sachen erinnern, die echt Wahnsinn sind. Er fand das nicht so geil. Aber ich habe irgendwie heute noch so halbwegs Kontakt zu dem. Ja. Also über Facebook hat man sich noch irgendwie noch. Ich halte generell schwierig Kontakt mit Leuten. Ja, es liegt viel an mir. Aber ich versuch's immer wieder mal. Ja, manchmal muss man sich halt einfach mal abkapseln, das ist ja halt so. Also ich meine, ich habe auch immer wieder solche Phasen, da möchte ich da einfach nur meine Ruhe haben. Also eigentlich immer. Ja. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir es noch heute schaffen, diese Blase zu finden. Also suche ich jetzt nicht nach, die ist mir zu viel. Das letzte Mal, also das, was ich noch gesehen habe, war, dass du irgendwie so eine Höhle entdeckt hast. Halt ja, eben, ja, das ist die hier. Ein paar drin waren.
Achso, ist es dann schon die jetzt? Nee, nee, leider nicht. Da ist irgendwo noch so eine Öffnung irgendwo, wo die drin, wo die sich verkriechen. Irgendwo unterm Haus. Ich habe die hier, ich habe eine gesucht und gefunden. Ich dachte mir so, ich grab mich vom Tunnel aus nach unten. Ja, klar. Von dem Turm aus nach unten. Weil das passt ja da ganz gut und dann habe ich da auch was gefunden. Ja, ja. Jetzt habe ich was oben vergessen. Doof, ey. Was hast du denn schon wieder vergessen? Meine Schilder. Ich brauche doch Schilder. So, damit du weißt, wo es wieder rausgeht. Ja, ja, genau. Oh Mann, jetzt habe ich eine Fackel hingesetzt. Nee. Ja, ich hatte letztes Mal das Problem, ich hatte die Schilder dabei, aber nicht die Fackeln. Jetzt habe ich Fackeln, aber nicht die Schilder dabei. Oh Mann. Das nächste Mal vergisst du beides. Und was zu essen habe ich auch noch dabei. Was ich mir immer mache, aber das glaube ich, habe ich dir eh schon mal gesagt. Fackeln auf die eine Seite. Genau, ja, genau, genau, genau. Dann weißt du immer, in welche Richtung du gehst, wo du schon warst. War klar, wenn du halt nicht mehr weißt, wo es halt rausgeht. Das ist halt so ein bisschen Orientierungssache natürlich. Halt oh, ja. Orientierungsfähig sein. Fähig, yo. Ja, ich oder, hab man, oder man baut irgendwo ganz spezielle Blöcke hin, wo man weiß, dass da in der Richtung der Ausgang ist. Ein paar Diamantblöcke. Ja, genau, Diamantblöcke. Scheiß auf die. Oder noch besser, so irgendwelche Blöcke, die du eigentlich wirklich bräuchtest. So, keine Ahnung. Redstone-Blöcke oder so. Ja, ich habe letztes Mal Redstone gefunden. Voll geil, hier unten. In dieser Schlucht. Oh, scheiße, ich habe nur einen Bogen dabei. Ja, stimmt, also ich habe die Folge nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass du eben das schon im Titel drin hattest. Genau, die Karte. Ja, ja, genau. Oh, Gold. Geil. Ja. Ich habe gestern, ich war hier in diese Richtung noch nicht wirklich unterwegs und jetzt bin ich immer Gold. Oh, Gold. Gold wollte ich auch haben für eine Uhr zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht richtig, was ich mit Gold anfangen kann. Oh, wow, wie viel ich davon finde. Kannst du eine Goldrüstung bauen und damit... Ja, Goldrüstung ist echt ganz schlecht. Kannst du dir vielleicht eine Gucci-Rüstung bauen? Gucci? Da ist schon wieder mein Kollege. Nee, geh weg. Verpiss dich. Ein Kollege. Nein, verrecke! Er ist runtergefallen. Oh, scheiße, jetzt ist bei mir gerade... Oh. Leck. Bei mir ist gerade Chrome abgestürzt. Oh Gott, ich dachte schon, das ganze Ding wäre abgestürzt. Oh Gott. Nee, da ist ein Gegner. Weißt du, wieso sehe ich denn jetzt Werbung? Was soll der Scheiß denn? Du siehst Werbung? Bei mir? Ja. Warum denn? Ich krieg davon nichts. Warum krieg ich davon nichts? Video. Hallo, würden Sie mir bitte mein Geld da geben für? Für Vikings. Achso. Das war sehr schön. Wer guckt den Vikings? Ich doch nicht. Okay. Also ich echt nicht. Aber ehrlich, ey. Twitch, wo ist mein Geld? Wuhu, schon wieder. Der kleine Zombie schon wieder hier. Geh weg, geh weg. Alter, er kommt so kuschelig. Er ist wieder sein Daddy. Scheiße, er kommt nicht an mich ran. Nee, er ist down. Ja, oh, letztens, ich glaube, die vorgestern Folge, die war echt heftig. Mit den ganzen Zombies und so. Nerd-Fanatiker, muss ich kurz antworten drauf. Das Ding war jetzt, bei mir ist halt eben ganz Chrome abgestürzt. Das heißt, ich muss jetzt die Seite refreshen, um es jetzt mit englischen Wörtern zu sagen, weil wir leben ja in einer Sprache, die sich nur an Anglizisten, Anglizismen. Anglizismen sind der danke, Teufel. Dankeschön. Dachte Peter mal. Genau. Jetzt kämpft der Skeletttyp gegen den. Ach, jetzt ist er tot. Alter, er ist down. Geh weg. Alter, nee. Nee, ich habe halt die Seite neu laden müssen und da kam dann direkt Werbung so. Bruh. Hat ihn auch noch nie bei Twitch. Das gibt's, aber ich habe da eigentlich kein. Ich bin nicht so ein Partnergedöns oder sowas, dass da irgendwas sein dürfte. Oder ich weiß auch nicht wieso. Also machen die das einfach so willkürlich oder. Ich habe keine Ahnung. Aber dadurch, dass Vikings war, wohl Wilhelm Kürlich. Ganz, ganz. Felder. Den. Wasserfall hinab und stirbt dabei nichts. Nee. Wasser. Ich find's echt. Ich meide in Minecraft immer Wasserfälle. Ich habe da ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt, wo ich in so einer Höhle quasi gefangen war. Es war noch ganz, ganz früher, so bei den ersten, einer der ersten Minecraft-Versionen. Und wurde halt von Creepern gejagt, von Spinnen und schieß mich tot. Ja. Und die ganze Zeit irgendwie noch so ganz knapp überlebt. Und da war da eben so ein Wasserfall. Ja. Bin halt eben bei dem Wasserfall halt entlang. Aber ein bisschen, einen kleinen Mühmeter zu weit halt runtergefallen, tot. Ja, ärgerlich sowas. Die ganze Zeit so eine halbe Stunde lang halt überlebt und dann halt wegen so einem Wasserfall. So, schrecklich. Ja, schrecklich. War ein traumatisierendes Erlebnis. Ich habe direkt danach natürlich in Therapie müssen, weil das ein so schlimmes Erlebnis für mich war. Krass.
Ah, schon wieder. Nee, jetzt verrecke. So. Ja, ich find's echt schön hier irgendwie. Oh Gott, hier ist schon wieder einer. Ich bin hier auch schon wieder halb tot, ey. Ey, die Schlucht mit diesen Lavaseen ist ja endnice. Ja, ja, die habe ich auch gerade gefunden. Ja, da bin ich ja gerade. Hammerhart, ja. Ne? Also gerade das erste Mal hier. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Haha. Hat das Schilder dabei, der Junge, und benutzt sie nicht. Nice, doof. Ich hab vor allem die ganze Zeit Sorgen, weil du immer wieder so bei diesen, bei dem, also wo du die Flaggen, ich kann nicht mehr reden, Deutsch, CFX. Anglizismen. Wo du die Fackeln gesetzt hast, bist du so ganz knapp irgendwie am Lavasee vorbei, da hatte ich echt schon Angst, dass du reinfällst. Uff. Bei deiner Tollpatschigkeit. Ja, ja. Muss ich leider zugeben. Ist so, ja. Ich hätte es mir aber selber auch zugetraut. So, jetzt habe ich erstmal schön meine Aufstiegsstation. Ich muss mal immer merken, dass ich hier hoch muss. Aufstiegsstation ist klar. Ja, hier so mein Fahrstuhl. Mehr oder weniger. Ja, stimmt. Es ist ganz gut, dass ich weiß, dass es hier hoch geht. So. Ich sehe schon, bald wird hier bei Twitch so Werbung geschaltet für so, weißt du, diese Treppenlifte. Ja, für Rentner, ja, genau. Weil wir jetzt hier irgendwas mit Fahrstuhl gelabert haben, dann hatte ich hier mit ganzen Rentnerkram. Mein Deutsch funktioniert heute einfach nicht mehr. Es war einfach ein zu langer Tag. Ich bin ja auch die ganze Nacht über ja schon wach gewesen. Den ganzen Tag davor. Ich kann einfach nicht mehr reden. In der Lage dazu. Es ist. Ich würde mir gerne was bauen, aber dafür muss ich nach draußen gehen mit Lava. Da brauche ich, glaube ich, paar immer mehr. Willst du dir eine Obsidian-Farm bauen? Ich würde mir gerne ein Portal bauen, damit ich langsam in die Höhle, in den Nether kann. Aber in den Nether, da brauchst du doch gar keinen Lava-Eimer. Nein, ich brauche Obsidian. Ach, aber so, ich habe noch keine Dingens hier und ich würde das nicht, ich will das nicht irgendwo in die Gegend setzen. Wow. Ist ein Glitch, hier ist ein Bug irgendwie. Du könntest es ja draußen an der Oberfläche irgendwo, wo es flacher ist, könntest du es ja theoretisch so einen Lavasee anbauen. Alter, jetzt irgendwas passiert hier. Ich bin auch total bescheuert, einen Lavasee anbauen. Da! Battle Royale! Ich seh's! Oh! Gleich wird er Erster! Ich helfe mit, ich werd Erster. Ich sag's euch. Wir brauchen jetzt echt da so dramatische Kampfmusik. Ja, kann ich jetzt leider nicht spielen. Wow, ich bin ja immer noch nicht Erster. Ich dachte, ich wäre schon Erster. Cheat, ey. Weg damit. Kusch. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Alter, ich geh tot hier. Wieso kommen denn die ganzen Skelette? Wo kommen die her? Ja, ist irgendwo ein Dungeon. Oh, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. So ein Dingens, wie heißen die Dinger? Spawner. Ach so, ja, genau. Genau, oh Gott, nee. Nee, da habe ich gerade keinen Nerv drauf, ey. Ich will erstmal wieder hoch hier. Ich habe jetzt ein bisschen was. Moment, ich will erstmal wieder hoch hier. Okay, hier geht's lang, ne? Ich hab nicht so genau aufpasst, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da leider auch so. Also gerade bei deinem System auch so scheiße drin. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ja, genau, da haben wir's schon. Und sehen Sie in der nächsten Folge. Koloss hat sich verlaufen. Ach, da geht's lang. In deinem eigenen Dungeon. Ich muss hier runter, okay. Ich hab mich in der Seite vertan, hoppla. Das ist echt kacke. Weil jetzt sag ich schon, du sagst, du hast dich beim Loch vertan. Ich hab mich beim Loch vertan, aus wenn du das falsche Loch gebumst. Hoppla! Das war das Ohr. Wie ist das denn zustande gekommen? Naja, deswegen gibt's ja bei den Franzosen das Nasal. Nasal? Ja, weil die. Ach so, ja, weil die so komisch gerade, sprechen. Ja. Ja, genau, das sogenannte Nasal. Zum Beispiel Excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle. Genau. Oui, oui. Je m'appelle. Je m'appelle Kartoffel. So, ich kann mit Gold noch nichts anfangen. Aber wieso habe ich so viel Scheiße in der Tasche? Kannst du mir das mal erklären? Na, vielleicht, weil du kein Klo gefunden hast. Ja, oh Gott.
den Redstone denn jetzt gelassen? Da muss ich an die Geschichte denken, wo ich Schokolade in der Hose hatte und die geschmolzen ist. Oh ja, großartig das Ganze, ey. Und dann echt alle dachten, die haben mir die Hose geschissen. Best noch so eine weiße Hose. Es war so eine Sporthose, so eine blaue, und ich habe halt irgendwie vergessen, dass da halt Schokolade drin war, die mir halt meine Oma zugesteckt hat. Und hab halt Sport gemacht in der Schule und. Und dann läuft's auf einmal braun das Bein runter. Oh Gott, nee. Ja, oh. Aber hat ja auch keiner geglaubt, logischerweise. Aber lieb gemeint von deiner Omi, das finde ich schon toll. Ja, die hat mir dann ihren Schokoriegel geschoben. Das war sehr, sehr lieb von ihr. Ah, ja. Wahrscheinlich mag ich deswegen keine Schokolade, schau. Ich mag Schokolade. Kommt drauf in welche. Kommt, ja, nie, ja, nu. Was suche ich jetzt eigentlich? Ich bin mehr der Gummibären. Oh, Gummibären sind auch geil, gibt auch so viele verschiedene Arten, ey. Besonders gerne mag ich so Joghurtgummis. Oh ja, die sind nice. Und Weingummis. Kann die Chiara Ohofen ein Lied von singen? Mit ihren Lippen da. Diesen aufgespritzten Lippen. Oh Gott, war das die mit diesen komischen kaputten Lippen da? Von wegen billiges, ja, genau. Botox? Hab ich gesehen, ey. Ich wusste nur nicht, wer es ist. Ich hab die Lippen nicht aufspritzen lassen. Ja, und dann hat sie die kaputten Scheißlippen von dem billigen Botox, ey. Übel. Ja, ja. Ich hab drunter kommentiert. Wegen Doofheit muss bestraft werden. Ich hab so viele Likes bekommen. Oder wie die Polizei sagt, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ja, genau. Oder Unwissen. Ah, nimm 2 mit Füllung sei auch mega, habe ich gerade. Was? Lippen mit Füllung? Nein, nimm 2, hier die Bonbons mit Füllung. Ach so, ja. Die so knacken, aber die sind auch geil. Scheiße, ich laufe in die falsche Richtung, glaube ich. Hä? Das stimmt. Stimmt, die ist am schnellsten. Oh, ich hol mir die so selten. Nee. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn er kommentiert und wenn wir so zickig sind. Ja, wenn es versetzt ist, du weißt halt nicht genau, auf was die Leute kommentieren. Das habe ich ja festgestellt, wo ich ja bei dir so fleißig kommentiert habe. Ich wusste dann am Ende nicht mehr, yo. Genau. Oder bis halt du ist es nicht mehr am Ende. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt noch dazu, welche Szene. Aber das ging halt jedes Mal so schnell, da kam schon die nächste Szene, wo ich kommentieren wollte. Da bist du halt echt nicht mehr fertig, da bist du alt und grau. Ja, am Montag war das, glaube ich, wo du dabei warst, ne? Ja. Am Montag. Das Montag? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich weiß, dass für 5 Minuten, weil da brauchst du mir nicht mit Montag ankommen. Ja, ich habe irgendwie das total komische Gedächtnis. So Sachen erinnere ich mich total gut, aber an wichtige Dinge direkt vergessen. Ja. Ich könnte ja schon mal planen, wo ich vielleicht meinen Tempel hin tue. Diesen mit dem Nether-Portal. Den Colossus-Tempel. Jo. Kannst du ja gleich dich selber in Großformat bauen und jeder wird sagen, hey, ich sollte cooler Bruder, den du gebaut hast. Gesundheit. Dankeschön. Mo. Yep. Ja, ich weiß auch nicht, was er will. Morgen oder spielen wir Ark. Viele Deutsche immer irgendwie sagen Mö. Es passiert mir nur in Deutschland so lustig. Wieso eigentlich Mö? Wieso kommen die nicht drauf klar, dass es Mo heißt? Dass es früher in der SMS-Sprache natürlich OE natürlich Ö war. Aber ich meine, selbst bei den ganzen Skandinaven oben, selbst die kriegen es halt irgendwie gebacken. Ich check nicht. Sind die Deutschen einfach nur dumm oder benachteiligt? Ich check's nicht. Also jetzt nicht die Deutschen im Allgemeinen natürlich, aber die meisten checken das halt nicht. Wenn sie halt mich quasi schriftlich übers Netz kennenlernen oder so und nicht per Sprache, dann checken sie halt nicht, keine Ahnung. Und dann sehen sie dich das erste Mal, Mö! Und dann ist er Ossi. Man muss ja noch dazu erinnern, dass im Schwedischen Mö halt Fotze heißt. Das ist halt uncool, wenn du halt mit Fotze gerufen wirst. Das ist echt ärgerlich, das ey. Das ist die ersten Male lustig, aber irgendwann geht's dir echt auf den Sack, so, wenn es halt jemand nicht hinkriegt. Oder nicht hinkriegen will. Das kommt drauf an. Also manche Leute dürfen es, das sind aber ganz wenige. Ja, wir machten das. Es sind dann Leute, die ich dann auch mit ähnlichen Spitznamen rufe. Wie Fotze und sowas, ne? Ja, ja, genau. Oder ein Walk in Arbeit Neger, also. Ja, das habe ich immer mitbekommen. Ey, wobei ich echt nicht so der Typ dafür bin, eigentlich. Das widerstrebt mir immer irgendwie, aber wenn er halt Müll ruft. Oh, Alexa, stopp. Halt, oh, ja, schon wieder Ende. Schon wieder krass, Ende. Meine Fresse, die Zeit vergeht, ne? Jo. Ich muss morgen mal ein bisschen gucken, wie ich den Tempel baue. Schau ich mal morgen.
Genau. So Leute, das war's mit 24 Minuten Minecraft heute. Ich würde sagen, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Gebt mir ein Däumchen auf, wenn es euch gefallen hat. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!